l'économie nationale même. Le coton. Baumwolle macht 60% der nationalen Wirtschaft aus. Indirekt lebt somit fast jeder hier von Baumwolle. Es ist immer wieder wichtig, die Produzenten zu animieren, auf ökologische Anbauweisen umzustellen und so den Anbau von Biobaumwolle voranzutreiben. So kann die Umwelt geschützt und gesunder Boden erhalten und wieder aufgebaut werden. Der konventionelle Anbau nutzt einfach zu viele aggressive Chemikalien. Die konventionelle Produktion grundsätzlich hat einen Düngemitteleinsatz, hat einen Gifteinsatz, der in der biologischen Landwirtschaft natürlich nicht erlaubt ist. Insofern müssen wir sicherstellen, dass unser Fluss vom Saatgut bis zum Produkt natürlich klar getrennt ist, dass auch nicht Kontamination stattfinden kann von einer Parzelle zu anderen, dass auch die Leute wirklich die, sagen wir mal, die Prozesse wirklich einhalten und nicht plötzlich irgendwelche Düngemittel auf ihrem Biofeld aufsprühen. Unsere Reise führt uns von Fuanlidi in den Ort Komadugu. In der örtlichen Schule werden die Kinder ab der ersten Klasse unterrichtet, während ihre Eltern auf dem Baumwollfeld und im Dorf arbeiten. Die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule und auf ein Mittagessen angewiesen, das in der Schulküche zubereitet wird. Dafür ist nicht immer genug Geld vorhanden. Das wollen wir mit einem Projekt ändern, das die Schulspeisung unterstützt. Zum einen können die Kinder regelmäßig zur Schule gehen. Und ein anderer Punkt ist, wir haben eine Analphabetenrate von 85% hier in Burkina Faso. Und über unser Projekt, über das Gemeinschaftsraum, der gebaut wurde, werden jetzt auch die Erwachsenen in Lesen und Schreiben unterrichtet, um einfach lebensfähig zu sein und sich einfach mehr behaupten zu können. Wenn man sieht, mit wie wenigen Mitteln hier Kinder unterrichtet werden, ist es bewundernswert und auf jeden Fall auch fördernswert. Also wir werden unser Engagement hier ausbauen, fortsetzen, auf jeden Fall was machen. Aber was man sieht, Kinder sind überall gleich, sind neugierig und sind einfach lieb. Also das ist einfach überall dasselbe.